I am originally from Syria, from Afrin district. My name is Selvin Ibrahim, and I am the program manager for Humanitarian International Assistance, working for Syria and Iraq. The situation is already hard there, and the recent earthquake caused further vulnerabilities and difficulties for communities who live there. The humanitarian needs are very high there. During our visit, we went to the affected areas, and we also went to a hospital, and there is a huge need also in the medical services as well. People need shelter, people need all basic services because they are not available in that area. Wir waren heute zum zweiten Mal in Antakya. Wir haben uns mit dem Boot nach Albion getroffen und mussten dabei durch die Innenstadt fahren. An jeder Ecke gab es gefühlt Laster und Bagger, die den Schutt beiseite geräumt haben. Was man aber auch sagen muss, es hat uns trotz drei Wochen nach dem Erdbeben ein Bild der kompletten Zerstörung geboten. Die gesamte Innenstadt ist quasi nicht mehr existent. Die Menschen haben einfach alles verloren. Hier sieht es aus wie im Krieg. Ich habe heute in Hatay Ali kennengelernt. Ali lebt eigentlich in Italien und ist unmittelbar nach dem Beben zurück in seine Heimat gefahren, um dort zu helfen. Wir waren kurzfristig in der Not, dass wir keinen Übersetzer hatten. Und so ist er spontan eingesprungen und hat sich den ganzen Tag zur Verfügung gestellt. As everybody coming from outside, I wasn't aware of the reality of the situation, but when I entered the city, I saw that so many buildings collapsed, so many people are outside. It was like a ghost town, the city. Wir merken, wie groß diese Region ist, wie groß die Aufgabe ist, die hier noch vor den Menschen steht. Es wird nicht nur Wochen und nicht nur Monate dauern, es wird Jahre dauern. Thank you.